Und wie immer, natürlich kommt sofort eine Silent Hill Sirene. So, jetzt wollte ich mal überlegen, was wollte ich machen? Ah ja, wir sind in die Bank hier rein, ne? Ja, es ist schon wieder 5, 6, 7 Tage her. Erstmal looten. Zerkloppen. Nehme ich alles mit. Alles. Oh, es wird schon wieder dunkel. Oh nö, Friedhelm. Aber weil wir schon wieder todmüde sind. Scheiße. Ich mach die jetzt noch weg. Da kommen doch noch mehr. Aber wo? Aha. Blöde Kunibertwetter. Ich zwick den. Ah, das ist schon krass, ne? Was das für Auswirkungen hat, wenn der einfach nur todmüde ist. Ich meine, es ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Weil unter dem Adrenalin würdest du trotzdem alle boxen. Gib mir mal die Batterie. Nee, och Mann. Das finde ich doch nie wieder. Radio. Wo finde ich denn jetzt hier das Radio? Hier. So wollte ich machen. Da haben wir nämlich wieder zwei Batterien. Da kam der fette Russ wieder durch die Tür geschmiert. Hast du gesehen? So. Ja, das... Hier wird immer mal ab und an eine Folge kommen. Das spielen wir natürlich so lange. Hier, schmutzige Bandage im Müll. Gut, der muss jetzt pennen, das nützt nichts. Aber wo? Drüben in dem Büro oder so, hä? Du Scheiße, der ist kurz vorm Umkippen. Warum ist hier kein Licht? Nee, wir gehen hier hoch, komm. Hier sind wir ein bisschen safe. Hier sind doch Apartments, gell? Komm. Toilette will ich nicht pennen. Ja, schön. So, dann stelle ich mir trotzdem... Geh mal hier rüber. Das sieht ich nicht gleich sehen. Trotzdem den Wecker. Wecker stellen. Auf. Machen wir mal um 5. Dass der mir nicht wieder so lange pennt. So. Schlafen. Komm, mein Guter. Zum Wohl. Sehr gut, da ist es helle. So. Dann tust du jetzt was essen. Zum Beispiel die Batterie. Ja, einfach zum Frühstück eine Schüssel voll Antibiotika. Was haben wir denn hier noch Frisches? Ja. Kleintierfleisch. Und hier so eine Scheibe Schinken. Nee, wir sind satt. Okay. Ach, und mir fiel was ein. Das habe ich schon in der Aufnahme gesehen. Wir müssen dann nochmal... Wir müssen dann nochmal... Oh, hier klappt doch schon wieder einer. Wir müssen nochmal in das Gerichtsgebäude zurück. Denn die Türen kann ich ja aufschließen. Beziehungsweise aufklappen.
Ne? So, jetzt fangen wir hier unten an. Hallo? Guten Tag. Ist da jemand? Jetzt geht das wieder los. Halt. Oh, wir müssen unser Einsatzbuch noch schreiben, Lara. Ey, wir sind schon an Tag 6, ne? Aha. Guck mal. Nee, hier kannst du nichts tun. Ja, das finde ich schade, dass du den Safe nicht irgendwie aufkloppen kannst, gell? Und dann ist da irgendwas... Dem ist schon wieder warm wie Sau. Warte mal. Zieh mal die Jacke kurz aus. Ausziehen. Das ist zu warm. Komm, wir kloppen das auf. Tür aufschließen? Hä? Nee, Tür aufschließen? Warum? Abbauen, Tür. Jetzt wecken wir natürlich alle auf. Komm, mein Guter. Sehr schön. Licht an. Stift blau. Radiok. Inge. Hilfe. Hilfe. Gib mal hier eine Mutti. Komm her. Oh nee, ist doch keine Inge. Ist doch Fritz. Hallo Fritz. Macht ja gar keinen Schaden, der Scheiß hier, Gummiknüppel. Das ist doch Quatsch. Rollkragenpulli, nehme ich mit. Eine schwarze Jacke, mit zwei Löchern, schade. Komm, wir zerruppen noch ein bisschen was. Wir haben so viele Stofffetzen, ich müsste mal gucken, wie viele. Pass mal auf. 544. Was ist denn mit mir? Ey, Zigaretten haben wir auch, 112, das war's. Ey, wir müssen was trinken, Hilfe. Hilfe! Ich hab Durst! Ja, ich nehme hier alles mit. Gummiband. Gummiband, hä? Hier kannst du trinken. Befülle. Flasche leer. Wir haben eh, ne? Weil spätestens am Tag 30 ist beides ausgefallen. Wasser und Strom. Wir sind schon bei Tag 6, also die Chance steigt jetzt immer mehr. Das kann ja jeden Tag passieren, ne? Du sollst trinken. Bin ich noch blind? Oh, weh, setz mal deine Brille auf. Sonst siehst du nicht. Genau. So ist schön, mein Guter. Hä? So, jetzt haben sich meine Augen nämlich angepasst. Und jetzt sehe ich wieder. Nee, das will ich nicht mitnehmen. Na, hier brauche ich jetzt nicht aufklappen. Das sieht man ja, dass hier nichts ist, gell? Hier geht's doch auch schon hoch. Okay. Hier kam sie raus. Ey, das wird so... Ja, warum nicht? Das wird so ungewohnt, wenn dann wirklich mal alles ausfällt. Ich habe das noch nie so gespielt. Noch nie. Niemals. Wirklich. Wirklichstens. Am allerwirklichstenstenstensten. Wirklich, wirklich am wirklichsten. Ja. Der Tassensammler. Mach mal Licht. Wo kloppt denn der? Hier. Ist das hier? Günther? Nee. Hö? Ich weiß nicht, wo der Günther ist. Das nervt mich doch jetzt schon wieder. Ey, Batterien haben wir auch genug. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Sagt er, und dann kommt wieder die Wanderhorde. Hier letztens, letzte Folge. Ah, hier ist er. Ey, Inge! Oh, Zigaretten, der Inge ist der Beste.
Der Inge weiß genau, was ich will, ja. Notizbücher, wir nehmen alles mit. Also das nehme ich jetzt natürlich nicht mit, gerne. Aber ich glaube, wenn dann dieses Bild 42 kommt, könnte es ja sein, dass du zum Beispiel solche Sachen wie... Was haben wir denn hier zum Beispiel mal? Ja, zum Beispiel nimmst du jetzt die Heftklammern, ja, oder Draht und so. Dass du das... Die Schmiede kommt ja dann dazu, wenn die nicht schon drin ist. Ich weiß es nicht. Dass du das so einschmelzt. Das kann ja sein, ne? Ist ja metallisch. Dass das dann so und so viel Menge an Metall oder eingeschmolzenen Eisen gibt. Kleber. Wisst ihr, dann macht auch manches... Hier, Klebestreifen. Auch mal Sinn. Weil ich weiß bis heute nicht, wofür ich so eine Scheiße... Ich glaube, so eine blöde Büroklammer. Da machst du hier Papier sammeln und machst da draus selber ein Tagebuch, oder? Hier, CDs. Alles nehmen wir mit. Hier ist die Kantine. Da gucken wir natürlich gleich. Jetzt will ich erst mal gucken, warum die unbedingt hier rein wollte, die Alte. Ach, das ist der ihr Büro. Guck. Ja. Hier hat sie den ganzen Tag gesessen. Und die Fingernägel lackiert, die Alte. Die hat nichts gemacht. Nix. Nix. Aha, und hier sind wir dann auf der Seite. Okay, dann haben wir das ja auch durch. Dann kloppen wir jetzt drüben. Oh, Kaffee. Dann kloppen wir das jetzt drüben auf, was ich gesagt habe, was mir noch einfiel. Das haben wir nämlich... Warum ich es nicht gleich gemacht habe, weil ich dumm bin. Es kann ja sein, dass da irgendwas Cooles ist. Es ist ja immer ein Gerichtsgebäude, dass das vielleicht als Spot so gemacht ist. Die versuchen ja immer so authentisch zu machen. Dass du dort zum Beispiel beschlagnahmte Waffen findest. Oder so kann ja sein. Wir gucken jetzt mal, ob das so in dem Spiel drin ist. Ob die das, sag ich mal, so gedacht haben. Und ich Vollidiot renne schon wieder gegen die Wand. Mann. Wie lange hält denn noch der Knüppel? Oh, der hält. So, pass auf jetzt. Ich lasse das Auto hier stehen. Ey, die sind schon wieder hier auf den Straßen. Roswitha! Du sollst doch die Bude wischen. Und nicht hier draußen rumschwänzeln. Du alte Mutti, hier kriege ich Leder raus. Lederstreifen sind ja noch besser wie Jeansstreifen für die Klamotten verstärken. Was? Minus 31,5 und dazu Wind. Überlegt ihr das mal. Oh, stellt ihr das mal vor, das ist hart. Das ist eine Ansage. Ey, jetzt schnell rein. Hatten wir eigentlich noch eine Wunde? Oh. Hatten wir. Komm, die ist abgeheilt. Gebissen! Sterile Stofffetzen. Mein Guter, du musst ihn rochen. Ja? Schön, komm. Ich mach mit, mein Guter. Die guten Vitamine. So. Das war hier hinten. Hä? Hier sind immer noch Zombies. Wo denn? Hier war schon noch gar nicht drin. Guck mal. Dann nehme ich das alles mit. Kommt, wir trinken gleich nochmal. Bandage säubern alle. Und dann trinken. Ach stimmt, ich muss auch aufpassen. Ich habe ja auch Brandausbreitung diesmal drinne. Naja. So, hier, guck. Hier war das. Ne, hier ist nichts, gell? Aber hier will ich mal gucken. Guck mal, das geht ja hier weiter. Und hier sind nur zwei... Bestimmt, pass mal auf. Guck mal, kann ich die aufschließen? Nee. Hätte ja sein können, ich habe einen Schlüssel gefunden. Abbauen Tür. Also wenn das solche Sicherheitstüren sind, glaube ich nicht, dass du die mit einem Hammer und mit einem Schraubenzieher einfach abbaust. Eigentlich nicht.
Na, jetzt pass auf. Jetzt gucken wir mal. Was ist hier? Hä, hier geht's raus. Aber jetzt, komm. Nee, das sind die Sicherheitszellen. Och, Mann. Na, ja, wir haben mal geguckt. Wir haben lieber nachgeguckt. Besser ist das. Ey, wir sind schon weit. Gucke mal. Gell? Dann hake ich das jetzt auch ab. Hier. Und dann machen wir weiter. Da ist bestimmt eins von den Läden irgendwie mit Waffen. Pass mal auf. Dass eins wieder so ein Gemischtwarenladen ist. Oder einer direkt. Hier so ein Haushaltswarenladen. Ey, wisst ihr, was wir jetzt aber machen? Jetzt suchen wir die Straße ab, komm. Einfach mal. Ob hier wieder... Ja, eine Brille will ich nicht. Das weiß ich, dass die da liegt. Hier? Nee, das hat er auch verloren. Nee, sowas meine ich nicht. Das Auto lasse ich hier stehen. Das holen wir uns später. Jetzt wird's neblig, gell? Hier liegt mal nichts rum. Oh ja. Gundina. Was ist denn das? Die alte Uschi umgeboxt. Mach nochmal den Suchmodus, mein Guter. Immer schön gucken. So. Hier, Market. Na gut, hier brauchst du eigentlich nicht reingucken. Ich mach's trotzdem, ne? Das ist der Friseur hier. Oh, warte mal. Die Blödmänner alle wegmachen. Hilfe! 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 Nee, da steht schon wieder einer. Ich will ja rein. Hören Sie mal. Tür auf. Nee. Ich box dich. Ins Gesicht. Ah. Ist doch nix. Ist ja was. Eine Plastiktüte. Ja, mein Leben hat einen Sinn. Chips. Oh, Müsli-Riegel, beste. Ui. Hübschstens. Dörrfleisch. Das war's. Spiel durch. Kochmagazin. Hier. Da können wir dann Kekse, Pizza und Brotteig machen. Lesen. So, und dann gucke ich mal gleich, wo das ist. Ja, dass ich es dann weghauen kann. Brauche ich ja nicht, wenn ich es gelesen habe. Der merkt sich ja alles sofort. Der ist quasi ein super Android-Gott. Weißt du? Ja, viel wird hier nicht sein. Lassen. Ey, wenn jetzt ein Schneesturm kommen würde, weißt du, wie schlimm das wäre? Weißt du das? Das wäre richtig hart. Na, dann brauchst du gar nicht mehr rausgehen. Da kannst du auch anziehen, was du willst, wenn das so krasse Temperaturen dann hat. Also jetzt im Spiel meine ich auch, ne? Da kann der nicht lange draußen sein. Taxischlüssel, ich nehme mal mit. Vielleicht ist das Auto besserer Zustand. Und... Ey, hier sind doch viele. Ich hör das doch. Noch ein Fleischerbeil. Hahaha, ich bin's. Jetzt pass auf. Hier. Trost bitte. Ja.
doch schwule Friseur. Den haben wir gerade geboxt. Kamera zur Lation. Gib mal Geld. Ja. Das sind immer 100 Dollar Scheine, die wir finden. Haarfärbung weiß. Ich nehme das mit. Ist alles selten und teuer. Wie gesagt, unser Charakter darf alles behalten, wenn er dann zurück ist. Ne, den Schmuck verhökert der. Haarfärbung blond. Haarspray. Haarspray braucht man, glaube ich, um solche Bomben herzustellen. Ne? War das nicht hier auch wieder so? Ich sag mal Rohrbomben oder so, gell? Flasche leer. Im Müll wieder, siehste. Du musst die... den Müll durchsuchen. Oh, hier, der Nächste. Der Engelhardt. Und hier der Rudi. Der Gute. Nee. Oh, jetzt kommt's. Das war's. Oh, Hilfe. Ich hab den geboxt. Hier. Das nehmen wir mit. Hallo, mitnehmen. Hier, oh, endlich nochmal so eine gute Jacke. Die zerbeißen mir ja mal alles. Jeanshemd nehme ich mit. Weil du das extra nochmal tragen kannst. Wo kommen denn die alle her? Gib mir mal deinen Hut, du Blödmann. Darf ich jetzt mal in Ruhe looten? Oh ne, da kommt doch schon wieder einer. Ich höre dich. Okay. Boah. Also. Es kann ja auch sein, dass die Wanderer, die während wir geschlafen haben, dass die jetzt hier um den Gebäude rum ist, ne? Das kann ja sein. Hier. Ach, hier kommen sie. Guten Tag. Ist doch alles voll. Ich höre das doch. Oh, das war knapp. Die Alte. Wir machen keinen Schaden, gell? Was ist denn das? Die war reich hier. Silber, Silber, Silber. Wisst ihr was? Leg mal das hier ab. Ey, wenn die hier kloppen, gell? Ich guck jetzt, ob die Horde hier draußen ist. Kann ja sein. Da ist das Taxi. Oh, hier kommen sie. Ach, du Scheiße. So. Goldring. Nein. Oh, du blöde Fresse. Oh nö. Moment, jetzt muss ich ganz... Oh Gott, wie viele sind denn hier? Moment. Schnell verbinden. Moment. Also das Gebäude... Wer weiß, wie viele hier noch sind. Geh mal ganz kurz hier safe. So. Hier sehen sie dich nämlich auch nicht. So, gell? So. Wir jetzt sind wieder meine Löcher 1. Hause weg. Du kannst die gleich wegreißen. Ich brauche die auch nicht nähen. Fallen lassen. Das, also bei Handschuhen und... Ach, ich nähe hier nichts. Das ist alles Müll. Ich hab keine mehr. Das ist doch scheiße. Da kann ich wieder bis eine Millisekunde draußen sein, weil es minus 8 Milliarden Grad sind, weil dem sofort die Hand... abfällt. Sofort. Die gefriert gar nicht erst. Die fällt einfach ab.
Weil du siehst ja dann hier, das wird hier einfach sofort blau. Sofort. Neonblau wird das. Die leuchten im Dunkeln, so kalt sind die. Die werden quasi durch Kälte verstrahlt. Das ist die Wahrheit. Mann! Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich lang muss. Was denn hier? Mach mal auf! Ja. Da war ich noch nicht. Muss ich mitnehmen. Mann! Was ist denn mit mir? Das riecht mich jetzt auf, dass die fette Roswitha hier so einen Quatsch gemacht hat. Also du wirst auch immer gleich. Ja, weil du weißt, die beißen dich ja mit zwei, drei Bissen tot hier. Da wirst du ja gleich automatisch panisch. Das ist so drin bei dir, bei dem Spiel. Bei mir zumindest. Ich habe schon die Schreckgeräusche, ne? Diese Jumpscare-Geräusche, die es dann triggert. Die habe ich ja schon ausgemacht. Weil das hat mich ja noch panischer gemacht. Komm, schmier dir mal hier was in die Küche. Ja. Rein damit. Oh, das macht mich doch schon wieder fertig hier. Ich will jetzt rumballern. Ich schreibe jetzt in mein Buch. Das mache ich jetzt. Wo ist es denn? Wo ist mein Ein hier, Einsatzbuch 1. So, jetzt pass auf. Also den 5.1. haben wir noch gar nicht geschrieben. Na, dann machen wir das mal noch. Oh, das blutet wie Sau. Warte mal, Bandage entfernen. Sterile Stofffetzen. Wir müssen mal wieder welche machen. So, jetzt pass auf. Also vom gestrigen Tag, die vorhergehende Aufnahme quasi. 5.1. Sie scheinen Horden zu bilden. Ich muss die Umgebung im Auge behalten. Bumm. Gell? So. Und hier schreibe ich dann, sie haben meine Handschuhe kaputt gemacht. 6.1. Ich habe keine Handschuhe mehr. Pass auf. Das mache ich jetzt. 6.1. Sie haben meine legendären Handschuhe zerbissen. Mimimi. So. Pass auf jetzt. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Hier war ich noch nicht drin. Ja, Parfüm. Eine Parfümzeitung. Mach mal hier gleich auf. Ach, wir sind hier rein. Oh Gott. Wir müssen dann gucken, wo die Wanderhorde rumstreuen. Das nützt ja nichts. Hier ist natürlich nichts. Hier ist nie was. Trinken? Ja, mache ein Feuer. Na genau. Alle. Und trinken. Und dann befüllst du gleich die Flasche. Scheiße, wie viel Grad sind es denn draußen? Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Pass mal auf. Wir gucken mal. Minus 28, das kannst du vergessen. Da können wir nicht groß irgendwo rumwandern. Ach du Scheiße, das geht ja hier weiter. Ey, wisst ihr, wie groß das Gebäude ist? Oh nö, guck mal. Daneben, alte. Die alte Inge.
Du sollst den angreifen, du Blödmann. Ich loot die Nara. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ach du Scheiße. Wo ist denn hier ein Lichtschalter? Hier vorne. Also wenn wir hier nicht irgendwie noch schnell ein bisschen Munition finden, sind wir nie safe. Das sage ich dir. Also 08, das merke ich schon. Das ist schon ein bisschen was anderes. Mit der Zombie-Einstellung. Zwei Comichefte. Was ist denn mit mir? Ja, das müssen wir lesen. Dass wir in den Autos was machen. Oh, ich hab ein bisschen Bammel, gell? So, in Rohren, mein Guter. Der ist nur am Rauchen, gell? Das ist ganz schlimm. Make-up nehmen wir mit. Hallo? Ingholde? Nimm's doch mit! Unfähigster Mann! Ich bin gerade ein bisschen nervös. Alles einsacken hier schnell. Wo klappen die denn? Ach, Scheiße. Ein Stück Apfelkuchen. Der Hälfte essen. Okay. Ey, wo kloppen die? Irgendwo hier drüben, gell? Ne, oben ist es. Scheiße, jetzt kommt schon wieder einer. Den habe ich nicht gesehen. Alkoholtupfer. Warte, schnell raus. Gucken. Aha. Du scheiß Alte. Kloppt dir deine blöde Uhr. Deine blöde Mickey Mouse Uhr. Oh, ey, hier ist alles voll. Mach doch mal Schaden. Der ist schon wieder müde. Was ist denn mit dem Mann? Das kann aber nicht sein. Der ist immer müde. Das ist ja wie ich. Das kann doch nicht sein. Sogar wenn der schläft, ist der müde. Oh, dreimal Schmerzpillen, Alkoholtupfer, alles. Chirurgische Nadel. Komm, jetzt finden wir nochmal Antibiotika. Schmerzpillen. Hä? Oh, zweimal Antibiotika. Was ist denn mit mir? Alles. Wir haben gewonnen.
Ja. Hier, Antibiotika, nochmal. Ey, wir dürfen nie wieder sterben. Nie wieder. Ich muss gewinnen. Guck dir das an. Oh, was mir hier looten? Ey. Ja, Kleber im Müll. Mach mal auf hier, die Mutti. Ja, hier ist offen. Das haben die da wieder eingekloppt, gell? Füll die Flasche gleich mal. Und gleich trinken. Trinken. So, jetzt loote ich schnell die Zombies. Halsband. Ui! Militär, Militär. Handschuhe. Die hebe ich auf. Die ziehe ich erst. Die ziehe ich jetzt nur noch an, wenn wir längere Strecken in der Kälte sind. Weil das ist doch schlimm. Halt. Du wolltest looten. Ja. Oh, das nervt schon, gell? Brieftasche. Da ist immer Geld drin. Das sieht man noch nicht. Wir sind so reich. Wo ging's denn hier hoch, sag mal? Hier. Jetzt mache ich hier einen Zugriff. Jetzt ist schlimm. Oh, nö. Die Alte. Die wollte mich zwicken. Ey, die Weiber sind wieder die Schlimmsten. Goldring. Wie sehen unsere Schuhe aus? Ja. Warte. Jetzt guck ich, wer hier klappt. Ja. Günther. Natürlich eine alte. Natürlich eine alte. Hier können wir Stoffhetzen machen, alles. Die Maus, die schlachten wir. Müsli-Riegel. Dose mit Bohnen. Okay, hier bleibt man. Wir müssen schon wieder pennen. Jetzt gucke ich erstmal, ob es hier safe ist. Oh, jetzt, Waffen. Nö, aber gepolsterte Jacke. Stiefel. Warte. Warte. Überall anmachen. Noch haben wir Licht. Okay. Befülle. Komm, wir machen einen großen Topf. Das sind nochmal 25 Stoffhetzen. Hier war was los, gell? Ey, wie viele Zombies haben wir da jetzt? 282. Das ist gut für mich. Ey, ohne Scheiß jetzt. So. Alle Bandagen. Pfannkuchen könnte ich machen, guck. Und dann machen wir hier nochmal die Stoffhetzen. Scheiße, Junge. Guck mal, das sieht aus wie Sau. Das sieht aus wie Sau.
Und da wollen die ja bei Bild 42 30-stöckige Gebäude reinmachen. Die sind schon bekloppt, gell? Also ich gehe wirklich davon aus, dass da eine riesige Metropole reinkommt, weil ja Raven Creek kannst du dann bestimmt nicht mehr benutzen. Dass die schon mitgekriegt haben, dass die Leute das feiern, wenn da so richtig Riesenstädte drin sind. Sterile Bandage machen wir jetzt. Die blutet nicht so schnell durch, glaube ich. So. Dann stellst du deinen Wecker. Auf. Uhr. Und dann gut. Und hier wird man dann das nächste Mal weitermachen. Da sind wir bei wieder knapp einer Dreiviertelstunde. Das reicht. Gut. Okay. Das harte Survival geht weiter. Moment, aber das machen wir noch schnell. Einfach. Loch in die Hand gebissen. Gott. Das macht mich da jetzt schon wieder fertig. Das wird bestimmt noch schlimm. In Raven Creek ist es ja dann noch schlimmer. Wenn du die ganzen Zombies aus den Gebäuden triggerst.